Hallo und herzlich willkommen zurück in der Disaster Welt zu einer neuen Folge Fallout 4 hier in der Nuka World. Wir sind jetzt etwa genau da, wo man ist, wenn man sich hinportet. Also ein bisschen vor dem Park, wenn man sich das hier auf der Karte anguckt. Wir sind ja in der letzten Folge hier aus der Cola Cast Arena gekommen. Wir sind jetzt etwa davor. Das heißt, wir machen nicht den Quatsch durch den ganzen Gauntlet wieder oder so. Man kann sich einfach straight hier hinporten. Wenn man Nuka World anwählt, ist man sofort hier in Nuka Town, USA. Und ja, würde ich sagen, räumen wir das Feld doch mal, gehen wir doch mal durch den Vordereingang und schauen uns da mal ein bisschen um, was denn hier eigentlich noch so ist. Jetzt haben wir schon mal ganz viele so kleine Ständchen oder so, aber hier ist irgendwie gar nichts. Da ein Telefon, aber mehr auch nicht. Ja, nach der Loot-Aktion in der letzten Folge sind wir erstmal zurückgegangen, haben erstmal ganzen Scheiß abgelegt, den wir dabei haben. Das heißt, wir können uns jetzt wieder vollladen mit irgendwelchem Zeug. Allen voran natürlich Nuka-Cola, wovon wir hoffentlich ganz, ganz viel finden. So. Aber wie man hier außen sehen kann, ja, ansonsten neben dem Park ist alles ziemlich tot. Also, ich weiß, was da hinten noch so für Gebäude sind und so weiter. Keine Ahnung. Gucken wir uns vielleicht auch irgendwann mal an, aber jetzt gehen wir erstmal rein. So, wer ist dies hier? Ach, nur ein Trader, alles klar. Was labern die hier? If there's anything left. How good is this source of yours? It's good, Shank. I don't bring you bullshit. And I'd like to keep it that way. Here. Burn this. Anything else you find out? Shank. You'll be the first to know. Okay, wir sind die zwei. Yo, Shank. So you're the new overboss. Sieht so aus. I expect you and I are gonna have a lot to discuss in the future. Das kann sein. Keine Ahnung, kommt drauf an, wer du bist. Ja. Ehrlich gesagt, ja, hat er. Also, das ist Shank. Ich habe keine Ahnung, wer er ist, aber er ist hier. Und ich kann nicht großartig mit dem reden. Ach, guck mal, wer da ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt mal alles gefragt habe. Dining and Leisure. Können wir doch mal fragen. Nukatown, USA is a great place to unwind and enjoy a delicious meal. If you're searching for a tasty treat your kids will love, take the Ja, also mein Kind ist irgendwie tot. Looking for a romantic night out? Enjoy dinner and a show at the parlor. Want a commanding view while you enjoy a world-class dining experience? Head on up to the Fizztop Grill on Fizztop Mountain. Und da müssen wir sowieso hin, ne? Da ist ja jetzt auch unser Headquarters sozusagen. Moment, die Cola Car? Okay. Jawoll, da ist es wieder. Ach, schade, er sagt nichts anderes. Ich habe eigentlich gehofft, da sagt man auch was anderes, aber leider nicht. Naja. Mach's gut, Nira. Was hat der denn da? Okay. Was ist das für ein Helm? Alles klar, okay. Nette Hörner, Kumpel. Was sind die hier am Schweißen? Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wenn uns jetzt nicht sonst noch irgendwas ins Auge sticht, was wir unbedingt irgendwie machen müssen. Das ist diese Nuka-Maschine, wo aber leider nichts drin ist. Gehen wir doch erstmal zum Coulter. Ach Quatsch, diesen. Nee, Gage heißt er. Gage. Und gucken mal, wie es da hauptquestmäßig weitergeht. Und den Rest können wir uns später mal gucken. Moment mal, wo waren eigentlich diese Nuka-Kate? Das habe ich doch das letzte Mal gesehen. Ach, guck mal, hier ist ja auch eine Karte, die nicht sehr hilfreich ist. Ich weiß, dass ich da bin. Ich weiß, dass ich da hin muss. Aber ich weiß nicht, was... Ich würde gerne wissen, was das alles andere da noch ist. Die ganzen anderen Häuschen. Oh. Okay. Das ist neu. Park Safety Rules. Alles klar. Ich hoffe, das versteht man jetzt auf der Aufnahme, weil das ist selbst bei mir ein bisschen leise.
Alles klar. Aua. Kann es sein, dass Bottle es immer abkriegt? Sieht schwer so aus. Oh Mann, armer Bottle. Okay, also, falls ihr es aussuchen könnt, seid nicht Bottle. You can be anything you want, but don't be Bottles. It sucks to be Bottles. Ne, Longfellow, gehst mal bitte aus dem Weg. Danke. So, waren wir hier schon? Keine Ahnung. Tut mir leid. Okay. No one's topping your performance. Okay. Ich nehme das mal als Kompliment an. Sometimes you gotta ask yourself, how high were they when they built this place? Gute Frage. Ich denke mal, die haben einfach nur Unmengen Nuka-Cola getrunken. Gefragt? Was? Okay, ich bin ein bisschen neben der Spur, zugegeben. Wahrscheinlich zu wenig Nuka-Cola gefunden in den letzten paar Folgen. Wobei, so wenig war es gar nicht. So wenig war es ja gar nicht, aber es war auch nicht so viel, wie ich erwartet habe. Na gut, aber ich, also, mir war irgendwie klar, dass meine Erwartungen, ach guck mal, wo wir schon dabei sind. Okay, ich sollte mehr darüber reden, vielleicht finde ich da noch mehr. Mir war eigentlich klar, dass meine Erwartungen niemals erfüllt werden, dass ich viel weniger finden werde, als ich eigentlich gerne hätte. Das ist irgendwie, ja, die können dich da nicht, also, sie wollen dich nicht mit Nuka-Cola totwerfen, die wollen, dass du das verdienst, haha. So einen Rest lasse ich dann, brauche ich gerade nicht. Irgendein Infirmary Terminal. Ich glaube nicht, dass es wichtig ist. Entweder das oder das hat mit irgendeiner Quest zu tun. Jedenfalls werde ich mich damit jetzt mal nicht aufhalten. Okay. Kumpel, du sollst eigentlich aufs Klo, nicht daneben. So. Aber wo war diese blöde Nuka-Gate? Was ist das hier? Keine Ahnung. Kann man jedenfalls nicht rein. Ach komm, irgendwann, wenn wir diese Nuka-Cage schon finden, gehen wir erstmal hier weiter. Bevor ich die ganze Folge hier in der Stadt vertrödle. Ach guck mal, da ist sie ja. Das war zu klar. Okay, dann gucken wir doch mal rein, was das eigentlich ist. Beziehungsweise, was man mit diesen Tickets machen kann. Hoffentlich irgendwas Cooles. Aber vielleicht sind das so Zahlungsmittel, weil es ist ja wohl ein Arcade, sowas. Und vielleicht braucht man die Tickets einfach, um dieses Zeug zu spielen, was es hier gibt. Okay, wir haben direkt mal irgendeine Quest aufgedrückt bekommen, so wie es aussieht. Ja. Ja. Apparently you're not the only one. Age was the one that clued you in. Yeah, I know all about it. Ja, schön für dich. Your secret's safe with me. I think Coulter got exactly what he deserved. Moment, die haben ernsthaft nicht gerafft, dass ich mit einer Wasserpistole auf den geschossen habe, um seine Schaltungen. Manche von denen haben das nicht gerafft. Wollen die mir das wirklich weismachen? Na gut, vielleicht waren sie aber auch zu weit weg, dass sie es nicht richtig gesehen haben. Oder sie waren gar nicht erst da. Keine Ahnung. No one liked him. Nobody liked that guy. That's like calling a Deathclaw a pussycat. With Coulter running the show, now that you're here. I'm betting everyone stands to make a lot more money. Speaking of which, I'm hoping you're here to spend a little bit of your own at the Nuka Cave. Ich seh mich mal um. Mace, this junk work. Okay, ich mach mal. Thanks. It's taken me almost a year to get it this far. Yeah. Wow, der ist ja passionate, ne? All the games around you are working thanks to yours truly. I'm the only one that can take them apart and put them back together again. If I go, then it's only a matter of time before they fall apart. And all the cute little prizes you can win? Yeah, you can thank me for those too. Alles klar. You keep patting yourself on the back like that and your arm's gonna break. Give me a break. That's all I've got. Look, let me just explain how all this works. After that, if you're interested in playing, great. If not, then no harm done. Every game in the Nuka Cage still takes the original pre-war tokens. Just slot one into the machine and you're off. If your score is high enough, the machine will kick out a bunch of tickets, which you can redeem at a prize terminal for all sorts of goodies. Alles klar. Damn it!
I already spent all my tokens on some magic beans. Look, normally I tell people the only way to get tokens is buying them from me. But seeing as you're the new overboss, I suppose it wouldn't hurt to tell you a few other ways of getting them. You can also Alles get klar. Tokens from the pre-war token machines in the Nuka Cave. Das habe ich schon rausgekriegt. Ach so, ich dachte, der meint diese Dinger, die draußen überall rumstehen und die gelegentlich Tickets haben. Boah, Alter. Wie wär's mit zwei? Nein, oh mein Gott. Wir hätten ein ganzes Ticket mehr bekommen. Oh mein Gott. Don't forget to take this with you, boss. Reset. That way you can't say I never did you any favors. Aber ich wollte zwei von denen. Und hier steht nicht mal Nuka-Cola drin. Bitch, du musst ja... Du brauchst unbedingt Nuka-Cola in dem Laden. Ganz ehrlich. Was ist denn das? Das geht doch nicht. Das wäre jetzt so lachhaft, das wäre jetzt so bitter gewesen, wenn da eine drin gewesen wäre. Ohne Scheiß, hätte ich wahrscheinlich genommen und hier in die Maschine reingestellt. Weil es geht nicht, es steht eine Maschine, aber keine Nuka-Cola. Und das in der Arcade im Nuka-Cola-Design. Das geht nicht. Tut mir leid, Fridge. Das geht nicht. Hey, Boss. Ready to spend some caps? Ach, man kann mit dem auch. Okay. I have all sorts of ways to help you waste your time, Boss. Was verkauft der denn so viel Zeug? 8, alles klar. Moment. Der hat nicht so viel Nuka-Cola. Nee, hat er nicht. Aber die Tokens natürlich. Ein Atomic Rollerball. Was ist das dann? Keine Ahnung. Wie nichts ist auch nichts wert. Also kann man sich die einfach mitnehmen. Muss man nur wissen, wofür die sind, ne? Basketbälle, jawoll. Kauf ein paar Basketbälle. Aber ansonsten, ja, das einzige Interessante sind halt diese Tokens, ne? Token Dispenser. Okay. Ach, cool. Damit kann man dann, Prima Money. Ach, dann hat das auch mal einen Sinn, Prima Money. Also außer klar. Und wenn man Prima Money findet, kann man das eigentlich effektiv hier gegen Tokens eintauschen. Das ist eigentlich ziemlich schlau, weil so kann man praktisch auch in der im Hauptspiel diese Tokens finden, nämlich Prima Money. Man kann dann hier eintauschen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ach, guck mal, jetzt noch so ein Thirst Zapper. Ich nehme an, das ist dann eins von diesen Spielen. Stellt schon die Frage, wie man das startet, ich weiß es nicht. Muss man dafür mit dem Fridge reden oder so? Keine Ahnung. Geht's erstmal hier ein bisschen um. Was ist das hier? Ein Nuka Cave Price Terminal? Was ich nicht benutzen kann aus irgendeinem Grund. Was ja alles so vor sich hin tut, so nebenbei. Ah, okay. Alles klar, ich habe mich einfach nur bewegt und auf einmal setzt er sich einfach so da dran, ohne dass ich irgendwas mache. Das war ein bisschen unheimlich. Naja, egal, jetzt sitzen wir hier. Welcome to the Nuka Cage. Here you can exchange up in tickets for fun and exciting prizes. To begin, please enter your name to create an account. Okay. Give me tickets for fun and exciting prizes. Give me tickets, keine. Give me tickets. Ja. Mit dem Auto für die Nuka-Cage-Tickets, jawoll. So, jetzt haben wir 78. Jetzt bin ich mal gespannt, was es hier so für Zeug gibt. Price Level. Fangen wir doch erstmal auf dem ersten an. Nur um zu gucken, was man so. Wie viele Tickets man so braucht. 50, alles klar. Und sogar 150 für die größeren. Irgendwelche Souvenir Coffee Cups, Drinking Glass Plate, Petaball String, Magnet Frog, Sloth Toy, Teddy Bear. Also eigentlich nur Junk. Was haben wir hier? Irgendwelche Magnet Cow, Flower, irgendwelche Spielzeug halt. Gut, ich meine das, oha, man kann hier 1000 Tickets für Nuka-Cola eintauschen. Nuka-Cola Wild, was ist das denn? Die kennen wir jetzt noch gar nicht, immer noch nicht gefunden. Also das macht die Sache auf jeden Fall schon mal interessant, denn man kann hier für Nuka-Cola spielen. Das ist ja das Allerwichtigste auf der Welt, ne? Nuka-Grape, Cola Orange. Okay, es gibt eine Orange, ne? Aber wieso sind hier, ach, kann man den Preis nur einmal holen, oder was? Misse. Mit Armor, Nuka-Cola Quartz. Cool. Lass mich raten, Level 5 ist dann Quantum.
Nuka-Cola Victory. Was ist denn das? Quartz, Dark, Daddy-O. Keine Ahnung, was das ist. Noch mehr Darks. Aber kein Quantum, das ist aber komisch. Stattdessen kann man einen Mini-Nuke und einen Acid-Soaker bekommen. Wetten, dass der Acid-Soaker ein modifizierter Legendary Thirst-Zapper ist, der dann halt Acid schießt. So ätzende Säure oder sowas. Weil ich bin mir sicher, so irgendwas gibt es. Weil die drücken einem diesen Thirst-Zapper so auf, aber der macht keinen Schaden und so weiter. Da muss es doch irgendwie so eine Damage-Variante geben. Hat so eine Fun-Waffe, die auch tatsächlich nützlich ist. Das muss einfach existieren. Weil wie gesagt, wie das alles vorgestellt wird, und ich habe sofort daran gedacht, dass man das irgendwie modden kann oder so, dass das was dann elektrisch geladen ist oder so irgendwas. Keine Ahnung. War aber letztendlich nicht so. Ich habe mal nachgeguckt, man kann absolut keine Mods damit machen. Man kann nichts mit der Waffe machen. Leider nicht. So, da kann man dann noch Highscores sich angucken, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass es keine geben wird, denn ich habe ja noch gar nichts gemacht. Ah ja. Aha, Red Menace. Als Vorlage, okay. Oh, ein Buffout, das nehmen wir mal mit. Hier liegt ein Combat Knife rum. Ich frag mal nicht wieso. Sind das hier diese komischen, diesen Basketbälle? Kombi-Wacker, okay. Ah ja. Hoopshot. Kennt man den vielleicht auch. So, ist noch so ein Token-Dispenser. Okay, hier haben sie einfach mal eine echte Knarre genommen, wieso auch nicht, ne? Munition liegt auch dabei. Idotronic mit lecker verschimmeltem Essen. Da stich ja nicht so drauf. So, und das ist alles. Okay, Tactical Crisis. Well, some of the things in the redemption system are left over from the pre-war era. However, I've added a few more. Let's just say more appropriate items for the gangs to enjoy. You can win plenty of ammunition or even some special weapons and armor that I created myself. Ooh, interessant. Go take a look at our redemption terminal. I'm betting you'll find something worth blowing your tokens on. Otherwise, I could always show you what I have for sale. Alles klar. Ich würde sagen, dieser Daddy-O, was da ist, ist entweder eine legendäre Waffe oder vielleicht ein Rüstungsteil oder so. Tja, ja, ja. Und to be honest, until Coulter rolled in with his, I mean, your gangs, it was getting boring. They were going to kick me out of the Nuka cave. Then I showed them that I possessed skills that would be useful to them. Aha. These machines really isn't that different than tinkering with a gun or some armor. Just make the right okay. And it all works. After a while, der ist so der Mechanik. That's probably why he never slapped a collar around my neck. Hopefully I'll have the same luck with you, boss. Anyway, enough about me. How about I fix you up with some tokens so you can get playing? Ja, Tokens gut. Sure thing, boss. So, ich weiß zwar immer noch nicht, wie man die Dinger hier eigentlich, wie man damit jetzt eigentlich spielt. Vielleicht muss man auch einfach hier so die Knarre nehmen und das hier. Ich meine die Muni da kann man sich so sowieso schnappen. Muss man die einfach aus. Vielleicht muss man einfach anfangen, wisst ihr? Und der Rest ergibt sich dann von selber. Ich habe ja keine Ahnung. Oh. Das ist eine automatische. Okay. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, das ist eine Single Shot, ne? So für Ziel schießen macht das irgendwie Sinn. Aber es tut sich jedenfalls mal nichts. Na gut. Dann halt nicht. Hätte ja sein können, ne? Aber so funktioniert das Ganze nicht. Das liegt nicht hier eigentlich rum. Ach so, so ein Brett. Alles klar. Was ist da? War ich hier schon? Ich glaube nicht. Ah. Okay. Hier ist die Power Plant. Was ist denn das? Starcore. Was ist das? Keine Ahnung, stimmt's mal mit. Also wenn das schon extra oben links mir nochmal anzeigt, dass ich so ein Ding aufgenommen habe, dann ist es bestimmt nicht ohne Grund. So. Ich kann jetzt einfach die Power, nämlich den Fusion Core mitnehmen. Aber Fusion Cores sind eben nützlich, ne? Ich hatte jetzt irgendwie die Idee, dass man einen Star Core vielleicht braucht, um diese Maschinen zu reparieren.
Aber dann hätte der Fridge mir doch irgendwas davon gesagt, oder? Ich habe keine Ahnung, aber momentan können wir hier wohl nicht viel machen. Entweder das oder ich bin zu blöd, um es zu kapieren. Naja, egal. Wir wollten ja sowieso eigentlich woanders hin, ne? Ich muss mal gucken, was ich da jetzt noch für eine Nachricht bekommen habe. Da stand ja so mit irgendwem reden. Irgendeine neue Quest oder so. Ich nehme mal an, das ist beim Michelinus, bei den Nebenquests. Nebenaufgäbelchen, was weiß ich. Sodass die Quest erst startet, wenn man mit der geredet hat. Wie auch immer das jetzt ist. Ja, denn hier ist nichts. So. Sierra Petrovita. Okay. Ist das die hier oder wer? Ja. Okay, die sieht ja funky aus. Oh. Ich wollte eigentlich das Licht anmachen, das habe ich versehentlich geskippt. Na egal. It's impressive. I guess it is pretty impressive. It sure is. You can just imagine the children smiling and happy, all drinking Nuka-Cola and having the time of their lives. It must have been magical. The name Sie irgendwie so ein fanatischer Fan oder so? All the way from the capital wasteland to visit this place. Hört sich so an, ja. Heard about my Nuka-Cola museum? Ach, das ist die? Wie geil. Ist das cool. You run a Nuka-Cola museum? Ist das die aus Fallout 3? Ich glaube, das ist die. Das passt so perfekt. Aber ich hatte sie irgendwie anders in Erinnerung. Ich hab's nicht sofort erkannt. Tatsächlich, Girl of Shade, das ist die. Wie cool! Ist das awesome. Was sucht sie diesmal? If you are searching for a more ridiculous pair of sunglasses, don't bother. I doubt such a thing exists. Sunglasses? Oh, you mean the cappy glasses. Sorry, sometimes I forget I'm even wearing them. Great. Alles klar. It was pretty clever making them part of the... Oh, I shouldn't have said that. You know what? Never mind. I'll just keep looking. Okay. Was suchst du denn? What are you searching for? I don't really want to say. It's nothing personal. I just don't know you well enough to trust you. Sorry. Dude, ich will dir helfen. Für den Nuka-Cola-Fan. I'm a Nuka-Cola-Fan, so you can definitely trust me. Very convincing. Und sie geht, die geht da drauf ein? Krass. And I'd love to tell someone about it. How about I give you a little tour of Nuka-Town here? And when it's over, I'll share my secret. Damn it, hätte ich das früher gewusst, wäre ich vor Beginn der Folge einfach zu der gelatscht und hätte mit der die Führung machen können. Dann wäre ich nicht sinnlos hier 20 Minuten durch die Gegend gelatscht. What do you have in mind, exactly? Well, I'm glad you asked. I like to think of myself as one of the foremost authorities on the subject of Nuka World. Alles klar. The best spots right here in Nuka Town, USA, and show you just how amazing this place really is. So, is that a yes? Na gut, ich wollte ja wissen, was es hier sonst noch so gibt, ne? Also, das lenkt uns zwar schon wieder voll von der Hauptquest ab, aber egal. Ist ja auch egal. Cappy in a Haystack, alles klar. Alles klar. She's going to die. So, Sierra, was geht ab? Wo sind wir hier? The mountain here provides a commanding view of Nuka-Town, USA, and the other areas of the park. Some of the finest and most expensive dining in the park was found at Biztop Grill, which you can see up on the mountain slope. Engage, mit dem befassen wir uns dann später. Aber ich wollte eigentlich das auf jeden Fall schon mal machen, damit, wir so die Hauptstory aus dem Weg haben und uns erstmal um die Sidequests und so kümmern können. Wenn wir halt so offiziell der, ja, Overlord hier sind, Overboss, und dann tun wir das, können was wir wollen. Ja, ich weiß. Ja, aber den keiner weiß, wie sie funktionieren. If I'd been around back then, I'd probably have spent a whole week in here trying to win all the prizes. Das glaube ich dir sogar.
Ich glaube, sie hat es länger versucht als eine Woche. Nicht, weil sie unglaublich schlecht in Spielen ist, das kann ich mich gar nicht beurteilen, sondern einfach, weil die Ticketspreise und so, das ist alles so hoch angesetzt. Ich glaube, du brauchst länger als eine Woche, wenn du wirklich alles davon haben willst. Und wahrscheinlich hätte sie trotzdem weitergemacht. Einfach weil. Selbst wenn sie alles hätte. Seeking a more refined experience could sit down to a sumptuous meal at the Parlor Dinner Theater, home to the renowned Nuka World Players. Nuka World Players? Just a dinner theater. It also hosts one of the park's most sought-after events, the Bottle and Cappy Show. The show was so die zweimal wieder. Tickets would sell out months in advance. Oha. Nuka World schien ja ziemlich gut zu laufen, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, also wenn Coca-Cola irgendwie einen eigenen Vergnügungspark macht, vielleicht hat es sogar einen, das würde mich ehrlich gesagt nicht mal wundern. Ich weiß nur nichts darüber, ich glaube auch nicht, dass es einen gibt. Würde mich doch irgendwie wundern. Also, es würde mich nicht dermaßen überraschen, aber es wäre schon ziemlich seltsam. Aber ich weiß nicht, würde das so gut laufen wie so ein Nuka World? Ich weiß nicht, weil hier, das schien es ja richtig abzugehen damals. And delicious burgers and fries. It's no surprise Cappy's Cafe was hugely popular with kids. The cafe was best known for its super spicy Nuka Blast Burger, which was so okay, der ist interessant. The A-bomb on a bun. On the park's busiest days, the line to get into the cafe was said to stretch all the way to Fizztop Mountain. Also hier muss es echt mega voll gewesen sein. So voll, dass man sich schon zweimal überlegt, ob man dann überhaupt noch hier hin will. Weil man davon ausgehen muss, dass man sowieso nichts zu sehen bekommt, weil die Schlangen alle so lang sind. Hört sich so an, als hätten sie einen zweiten Park direkt daneben bauen sollen. Ja, da bin ich durchgegangen, ich weiß. Of course, the Nuka-Cola Corporation never released official figures, but from everything I've read, I think that's a low estimate. You might have seen the robot dressed like a big red Nuka-Cola bottle. That's ja, die haben wir kennengelernt und wie wir die kennengelernt haben. You're the only one of the park who's as enthusiastic about Nuka-Cola as I am. Alles klar. And that concludes the tour. Hast du auch so eine schizophrenische Ader oder so? That from memory. Sure. I spent most of my life reading everything I could get my hands on about Nuka-Cola, including Nuka World. I guess you could think of me as the world's biggest Nuka-Cola fan. Ja, das weiß ich schon. I've been obsessed with the stuff since the first time I tasted it. I collect all the merchandise I can find, like these awesome Cappy glasses I'm wearing. But these aren't just ordinary sunglasses. They were from a little contest that started just before the war. And the winner of a contest would get to meet the famous John Caleb Bradburton himself. Ist das der Erfinder? Oh boy, John Caleb Bradburton! How exciting! I know. That's exactly how I felt when I first learned about the contest. It's so nice to meet someone who really understands. So, to win the contest, you had to find 10 images of Cappy, the Nuka-Cola mascot, hidden throughout the park. Each image has part of a code or something, and only these special glasses can reveal it. Now I know what you're thinking. Brad Burton's long gone. Who cares about the contest anymore? Well, I'm betting that somewhere in his office is the original Nuka-Cola formula. Oh my god. That formula was one of the great mysteries of the soft drink world. Oh my god. Meine Welt hat sich gerade auf den Kopf gestellt. This is the best DLC ever. Oh mein Gott, die offizielle Formel. Wenn wir die haben, dann können wir unsere eigene Nuka-Cola. Oh mein Gott. Holy shit, ich will diese Formel ja haben. Of course. There's a little bit more to the story and this is the part I think you'll like. Brad okay. Just create soda formulas. He was a genius who embedded all kinds of fantastic things. Es gibt noch einen Bohnen. Ach du Scheiße. Aber ich will die selber haben. Können wir die Formel nicht teilen oder so?
Ich meine, du kriegst so das offizielle Dokument, aber ich will wenigstens das Rezept haben. Wenn ich am Ende dieses Rezept in den Händen halte und ich muss sie abgeben, kann deswegen keine Nuka-Cola craften. Ich werde all die Nukas, die ich bis dann gefunden habe, zu Nuka-Grenades machen und jeden in die Luft jagen, der irgendwie bedeutend ist. Ohne Scheiß. Nein, ich bin nur gerade anderweitig beschäftigt. Ich helfe dir. Ich habe nur gerade bedroht, die ganze Welt in die Luft zu jagen, wenn ich nicht das bekomme, was ich haben will. Ich weiß, ich bin ein ziemlicher Egoist. Just track down the clues and then come back to me once you found them all. I'm an expert on all things Nuka-Cola, so I'm sure I'll be able to decipher it. Happy hunting! Alles klar, und damit haben wir jetzt Cappy Glasses bekommen. Awesome. Außerdem die Hidden Cappy Contest Hints. Alles klar. Okay, und damit sind wir dann mit dieser Episode fertig. Die Führung hat es natürlich etwas länger gedauert, tut mir leid, aber ich denke mal, dass wäre jetzt noch blöder gewesen, wenn wir jetzt mittendrin irgendwie die Folge unterbrochen hätten. Von daher ist das schon okay. Also, ja, jetzt haben wir schon drei Quests an der Backe und die scheinen alle recht lang zu sein. Die Hauptquest ist bestimmt nicht nach 2 Stunden irgendwie rum. Das hier hört sich auch recht umfangreich an und diese Stationen, also die ganzen Attraktionen abzuklappern für diese Medaillons, ist bestimmt auch nicht innerhalb von 30 Minuten erledigt. Also, da braucht man schon länger als eine Folge für. Tja, also haben wir viel zu tun in der Nuka World, aber genau das will ich auch, denn die Karte ist ja nicht so dermaßen groß, da muss dann wenigstens auch was für geboten werden und jetzt bisher haben wir schon so einiges, was wir machen können. So, damit verabschiede ich mich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin muss ich mich erstmal entscheiden, was wir davon jetzt eigentlich zuerst machen. Ich glaube, wir latschen erstmal zum Gage, hören uns an, was er zu sagen hat und entscheiden dann, was wir jetzt machen. Wenn nichts Akutes ist, dann machen wir erstmal irgendwas anderes und konzentrieren uns erstmal auf andere Dinge als die Hauptquest. So, so viel zu meinen Plänen für die Zukunft, für diese Staffel Nuka World. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Episode wieder und dann labern wir mit dem Gage. Bis dahin, macht's gut.